Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es mal wieder die Bundesliga-Prognose für euch. Es steht die englische Woche an, der letzte Spieltag der Hinrunde. Und wir werden uns die Spiele Bielefeld gegen Stuttgart, Freiburg gegen Frankfurt und Leverkusen gegen Dortmund genauer anschauen. Am Ende des Videos gibt es mal wieder dann eine kleine Kombi für euch. Und wir werden die Wette, die wir hier in dem Video besprechen, auch dann platzieren bei Betago. Und die letzte Kombi ist ja aufgegangen. Das freut uns natürlich und wir hoffen natürlich, dass diese Kombi auch wieder aufgeht. Aber wie gesagt, die Kombi geht nicht in die Statistik ein, weil es aus Spaß ist. Wir wollen einfach euch eine kleine Kombi präsentieren, wo wir denken, dass die zwei oder drei Wetten, die wir da immer reinbringen, auch kommen. Also nehmt das nicht zu ernst. Die Quoten müssen nicht unbedingt Value haben. Also sind ja auch immer nur so bei 1,5, 1,6. Also setzt da nicht euer ganzes Geld drauf, spielt ihn nur klein an und betrachtet es einfach als Spaß. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein. So, das erste Spiel, was wir uns genauer anschauen werden, worauf wir auch später eine Wette platzieren werden, ist dann zum Spiel Bielefeld gegen Stuttgart. Wir finden auf jeden Fall, dass Stuttgart hier die Nase vorne hat. Stuttgart ist auswärts immer noch sehr, sehr stark unterwegs. Zwar fehlen Silas und Gonzales, aber wir finden hier, dass Stuttgart immer noch klar die bessere Mannschaft ist. Bielefeld hat in unseren Augen den schlechtesten Kader der Liga. Wir denken auch, dass sie letztendlich absteigen werden. Und deswegen finden wir hier die Quote auf den Sieg von Stuttgart zu einer Quote von 1,87 sehr interessant. Die Quote gibt es bei Betago. Wir hätten die Quote auf jeden Fall hier niedriger gesehen. Und wir denken auch, dass sie ein wenig fallen wird. Von daher hat die Quote in unseren Augen Value. Und ja, Bielefeld gefällt uns jetzt nicht so gut, gewinnen es vielleicht mal so 1-0 ein Spiel, aber da geht nicht viel nach vorne. Hingegen bei Stuttgart, sie spielen stark nach vorne, spielen schnell nach vorne und sind junge, talentierte Spieler, die viel Geschwindigkeit haben. Von daher denken wir, dass die Defensive von Bielefeld hier auf jeden Fall Probleme bekommen wird. Wir spielen die Wette mit zwei Einheiten an. Das nächste Spiel, was wir uns genauer anschauen werden, ist eine Tendenz. Das heißt, es kann, wenn die Aufstellungen draußen sind, eine Wette dazu kommen oder auch live. Und zwar wäre das einmal zum Spiel Freiburg gegen Frankfurt. Hier haben wir den Head-to-Head-Sieg von Frankfurt zu einer Quote von 1,855 im Auge. Die Quote gibt es bei Sport Market. Zu dem Spiel, Freiburg hat jetzt zwar einen guten Lauf gehabt, hat auch nochmal gegen Bayern stark performt. Jedoch ist Bayern jetzt in letzter Zeit nicht so gut unterwegs. Wir haben hier auf jeden Fall auch ein enges Spiel erwartet. Frankfurt hingegen hat stark gegen Schalke performt gehabt. Klar, Schalke hat schlecht gespielt, aber sie haben echt sehr, sehr viele Chancen sich erarbeitet und hatten müssen 4-5-1 oder so locker gewinnen. Und deswegen finden wir hier, dass Frankfurt auf jeden Fall die Nase vorne hat. Vor allem mit Luka Jovic hat man sich jetzt nochmal Verstärkung geholt. Und wir denken hier, dass Freiburg auf keinen Fall gewinnen wird. Von daher haben wir den Head-to-Head-Sieg von Frankfurt im Auge. Kommt dazu auf jeden Fall in den Telegram-Kanal, um die Wette nicht zu verpassen. Wenn wir schon beim Thema Telegram sind, hier findet ihr auch noch eine Wette zum Spiel Mainz gegen Wolfsburg. Die haben wir schon vor einer Woche abgegeben. Die Quote ist auch schon ein wenig eingebrochen. Hier sehen wir auf jeden Fall auch eine gute Value-Wette. Was diese genau ist, könnt ihr dann im Telegram-Kanal sehen. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei. Da können auch immer zu der Bundesliga auch Live-Wetten kommen oder auch mal zu der dritten Liga. Die Drittliga-Tipps findet ihr ja auch nur bei Telegram, von daher reinschauen lohnt sich. Die nächste Tendenz wäre auf jeden Fall zum Spiel Dortmund gegen Leverkusen, beziehungsweise Leverkusen gegen Dortmund. Hier tendieren wir in Richtung Sieg BVB zu einer Quote von 2,155. Die Quote gibt es ebenfalls bei Sport Market. Zu dem Spiel, Dortmund hat zuletzt gegen Leipzig sehr, sehr stark gespielt, gegen Mainz ein unglückliches 1-1 geholt, da waren sie auch die bessere Mannschaft. Reus vergab einen Elfer, also ich verstehe auch nicht, wieso Reus den geschossen hat. Ich hätte da eher vielleicht einen Haaland schießen lassen, der eh schon viele Tore hat und auch Selbstbewusstsein hat. Hingegen Leverkusen gefällt uns jetzt seit der Winterpause nicht mehr so gut, sie haben ein bisschen nachgelassen. Jedoch kann es sein, dass sie dann jetzt nochmal gegen Dortmund vielleicht Topleistung abrufen werden. Deswegen wollen wir das Spiel hier erstmal auch live betrachten und eventuell kommt dann eine Live-Wette auf Sieg Dortmund. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem Bildschirm wieder zu der Kombi.
So, zurück auf dem Bildschirmplatz sehen wir auf jeden Fall hier mal zuerst die Wette Arminia Bielefeld gegen Stuttgart mit zwei Einheiten. Das sind bei mir 40 €. Eine Einheit sind 20 €. Nicht wundern über den Kontostand. Ich habe zuletzt einiges ausgezahlt. Quote beträgt 1,87. Wette ist platziert. Und dann kommen wir auf jeden Fall noch zur Kombi wie versprochen. Und zwar wäre das einmal Sieg Gladbach gegen Bremen zu einer Quote von 1,6. Ja, Gladbach hat auf jeden Fall jetzt zuletzt gezeigt, dass sie besser sind als am Anfang der Saison. Spielen auf jeden Fall guten Fußball, spielen gut nach vorne. Und wir denken hier, dass sie hier gegen Bremen auf jeden Fall gewinnen werden zu Hause. Genauso sieht es aus bei Leipzig gegen Union. Klar, Union hat jetzt gezeigt, dass sie auch gegen Top-Teams gut spielen können. Vor allem, wenn sie kontern können, fühlen sie sich wohl. Das werden sie wahrscheinlich auch gegen Leipzig. Aber wir denken, dass hier auch irgendwann mal ein Top-Team kommen muss, das gegen Union gewinnt. Und das ist auf jeden Fall Leipzig. Wir trauen den Leipziger hier auf jeden Fall einen Sieg zu. Und deswegen packen wir die beiden Tipps in eine Kombi. Und ich würde sagen, wir spielen die Kombi einfach mal mit 20 € an und geben die Wette ab. Ja, genau, das war's mit dem Video gewesen. Über ein Like, über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Ihr könnt auch gerne Feedback in den Kommentaren dalassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, haut rein und ciao.